Juvenal! Einen wunderschönen guten Abend, Bochum! Wir haben sie hier für euch, 20 Jahre später, Access! We'll be right back.
Ja, Freunde, das ist schon geil, dass ihr nach 20 Jahren immer noch klatscht, oder? Das finde ich schon eine geile Sache. Wir sind froh, wenn ihr hier in der Zeche sein zu können. Ich finde das total geil heute. Ein total bescheuertes Konzert erwartet euch. Wir wissen selber nicht, was passiert. Wir werden das erste Mal Pausen machen im Konzert, was ich total bescheuert finde. Aber ich habe gedacht, in Bochum kann man das mal bringen. Und ab 45 darf man auch ein paar Breaks machen in der Show. Da muss man sich im Sauerstoffzelt mal kurz wieder auftanken. Da geht das auch. Aber Freunde, ihr seid ja auch nicht jünger geworden. Ne? Wir haben auch ein bisschen an euch gedacht dabei. Nicht, dass ihr nach einer halben Stunde abkackt und nach Hause geht. Ne? Wir haben gedacht, komm, dann machen wir ganz locker. Für alle Generationen. Wir haben auch ein paar Jüngere dabei. Wie alt bist du denn? 21. Oh, guck mal, das geht ja schon. Aus meiner Sicht ist das noch jung. Ne? Früher waren die alle 16, aber ist auch egal. Ne? Wir wollen natürlich gucken, was heute in der Zeche abgeht. Wie gesagt, in der Zeche haben wir angefangen, in der Zeche hören wir auch auf. Nein. Was? Ja, aber so stimmt wohl. Wie? Ja, wolltest du so aus, soll ich aussehen wie die Rolling Stones, aber da würdest du mich in den Arsch treten, Kollege. Kollege. Du, das ist dir egal, wie ich auch. Ja, aber schwul bist du jetzt nicht, oder? Aber müssen wir keine Sorgen machen. Ich finde, ein gewisses geschmackliches Level sollten wir schon bewahren, Kollege. Weil wenn du natürlich genauso scheiße aussiehst wie ich, ist das wieder okay. Ne? Dann können wir auf einem Level. Aber ich wollte mal gucken, was hier abgeht in der Zeche. In Bochum ist es mehr oder weniger ein Heimspiel hier für uns. Wir fanden das immer wieder geil. Hier auf der Zeche, habe ich ja schon erzählt, ist mir das erste Mal in meinem Leben die Gitarre-Seite gerissen, wo die ganzen Emi-Leute im Publikum waren. Und ich sage euch, danach habe ich automatisch schon eine Dauerwelle gekriegt. Mir ging der Arsch auf Grundeis, ich sah total scheiße aus, ich habe gesagt, der Deal ist so jetzt weg. Kannst du auch rumzappeln. Und seitdem zappel ich so bescheuert rum, wie ich heute rumzappel. Also das ist mehr oder weniger so ohne Gitarre, weißt du? Viele wundern sich immer, ne? Warum das? Das sieht auch ein bisschen bescheuert aus, aber mir tut das gut, weil ich dann immer ein bisschen an was anders denken kann, so Steuererklärung oder irgendwas anderes. Ein bisschen anders draufkommen hier. Aber wir mal gucken, was hier in der Zeche abgeht, weil das ist immer so weh und vor allem das Geile ist, hier versteht mich jeder, ne? Das ist auch geil. In Bayern, ihr kommt ja aus dem Süden, glaube ich, ein bisschen, ne? Aber wer kommt denn noch weiter weg hier so? Wer kommt noch? Wo kommst du her? Hannover ist um die Ecke, Mann. Das gilt doch nicht. Hannover, 2,5 Stunden, oder? Wer kommt denn weiter weg? Freiburg, wer denn noch? Was? Mainz, wie singt und lacht, yo. Das kenne ich, das ist geil. Wo kommst du her? Aus der Schweiz! Hey! Ich habe aber gehört, es kommen auch welche aus Frankreich. France. Ja, da ist er, der eine. Ist das geil? Ist das geil? Ja! Hammer! Und Schweden, komm auch ein paar. Schweden? Was? Australien! Aber ich habe jetzt nicht Austria verstanden, Australien, hast du gesagt? Aber bist du bekloppt, das ist doch so teuer, Hammer. Ja. Ey, du bist der Hammer, Hammer. Du kommst auch nach Backstage, wir machen mal ein bisschen schneller auf. Warte mal. Hammer! Australien? Ey, das ist der Hammer. Klasse. Ja, wo? Georgien! Wie hast du das denn? Da haben wir gar keine Promo gemacht, hör mal. Das, ja, geil, da wahrscheinlich Downloadraten. Das ist das Geile am Internet. Ne? Das ist überall alles umsonst und die Leute kriegen alles mit. Geil, ey. Hammer. Mal gucken, was abgeht hier in Bochum. Hey! Hey! In Bayern dauert das immer zweimal länger. Das ist geil. Ich liebe das. Hey! 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 Ah, ihr habt's gemerkt, das waren verschiedene Töne. Hammer. Ja, das Reaktionsvermögen, ne? Verschiedene Töne. Pass auf. Hey! 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 Merkt man, ihr wart doch lange nicht auf dem Destruction-Konzert hier, ne? Kollegen, müsst ihr ein bisschen mehr einsehen hier. Die tiefen Lagen, da klappt noch nicht so richtig. Wir machen mal einen Song. Ein Song mit Rhythmus. Achso, das muss ich auch noch erzählen. Ihr wisst. Warte, Alex, warte mal. Ich erzähl noch was. Mir fällt noch eine Sache ein. Wir haben heute 32 Songs für euch vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, wie gesagt. Wir haben extra hinten noch ein Schiff, Ärzte ohne Grenzen am Start. Falls der Bernie abkackt hier heute. Ne? Also machen wir alles ganz locker. Sauerstoffzelt ist am Start, also von daher kriegen wir es schon hin. Wir gehen jetzt zurück, wir haben jetzt ein bisschen so die neuen Sachen gespielt und die spielen wir jetzt, einen Song spielen wir noch von den neueren Sachen, vom Utopia haben und dann geht es so langsam Step by Step zurück, ne? Da warst du noch bei Papa im Sack, glaube ich, ne? Da war, wie alt bist du denn? 17, hab ich doch gesagt, ey! Ja, siehst du, genau, klasse, ey.
Das war doch Zeit, ne, Mann. Da habe ich die Hormone noch für andere Sachen gebraucht. Ja, aber egal. Dann machen wir mal, pass auf. Jetzt kannst du anmachen. Mach mal der Bass dran jetzt. So. Ja, jetzt. Ja, Mann. Danke, Alex. Hey!
How it's so nice.
Vorbereitet für euch, die uns natürlich sehr stolz machen. Wir haben jetzt unseren ersten Gast hier. Unseren ersten Gast, den ihr alle kennt aus der zweiten Access-Phase, als er also anfing ins Rentenalter zu gehen, so langsam. Ab dem Jahr 2000, glaube ich, war es. War es The Back to the Kingdom, glaube ich. Also ich so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin ja Alzheimer, ist ja, kommt langsam ab auch. Ne? Und wir haben den ersten Gast, den wir uns sehr freuen, und das ist der Kuno Niemeyer! Ihr seht auf den Videos, wir haben das extra mal so gemacht, damit ihr mal so ungefähr so einen Abschnitt seht, wie er früher aussah, der Kuno. Und heute der Kuno Niemeyer aus Bielefeld. Da freuen wir uns sehr drüber. Der hat immer den Kontakt aufrechterhalten zur Band, war immer mal wieder bei uns im Studio, hat immer mal wieder geguckt, was wir so machen und was er so macht. Er verdient jetzt im Moment richtig Geld, wir sind immer noch da, wo wir jetzt stehen. Ah, so ist das Leben, ne? Aber er fühlt sich wohl, hat gesagt, heute kann er mal ein bisschen Gas geben hier, ne? Und wir freuen uns natürlich drüber, weil, ich meine, hauptsächlich sind wir alle zum Saufen hier heute Abend hier, deshalb bringen wir uns alle schnell hinter der Bühne, ne? Ja, komm, Freunde, danach gibt es noch richtig schön Party, ne? Wir machen noch ein Meet & Greet, das schaffen wir alles nicht mehr so ab einem gewissen Alter, wie er gesagt, ne? Deshalb machen wir das schnell. Und der Kuno spielt jetzt mit uns zusammen When the Sun Goes Down, alright! When the sun goes down, it's too late to realize.
aggressiv, wa? Zeit, oder? Geil! Vielen Dank! Und jetzt hast du es gut, jetzt kannst du es aufnehmen. Trink von mich auch bitte. Ja. Wir machen also direkt jetzt weiter mit einem anderen Gast, der uns auch oftmals richtig aus der Patsche geholfen hat. Der ziemlich viel für uns getan hat, von Seiten des Managements. Der steckt auch im Management, das Booking und so weiter. Und ihr kennt den, ihr kennt Pinkrim 69, die Band habt ihr schon mal gehört, ne? Der David Reedman hat heute andere Sachen zu tun, der konnte leider nicht kommen, leider. Ne? Aber dafür haben wir einen Typen, der gestern noch beim Knockout-Festival war und heute ein bisschen angeschlagen ist. Aber er sagte, ey, komm, scheiß drauf, auf einer Party kann man auch besoffen spielen, ne? Ist auch egal. Ne? Und da freue ich mich sehr über den Schlagzeuger von Pinkrim 69, unser guten Freund, vom Management, vom Booking und von allem Verlagswesen, was der alles so für uns macht. Kostas Safiri von Pinkrim 69! Hey! Komm mal! Ihr seht im Hintergrund die Bilder von Costa, wie er im House of Audio ein paar Produktionen gemacht hat, geholfen hat. Auf der Hellish Rock Tour unser Tourmanager war, uns mit allem versorgt hat, was wir so brauchen, damit wir die ganze Sache überleben. Und wir freuen uns ja heute. Kannst du überhaupt noch spielen, Costa? Nee, ne? Aber ist scheißegal. Warte. Aber trinken kann ich. Und der Song heißt. Shine bright like the sun.
Das war der erste Teil. Ihr habt viel Spaß mit Obel, der jetzt gleich kommt. Ein guter Freund von uns aus der Hammerzeit. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und das Programm so ein bisschen ganz anders gestaltet als ein normales Heavy Metal Konzert. Also begrüßt mit mir jetzt gleich hier den Obel aus Hamm. Alright! Tschüss und bis gleich! Ciao, ciao!